Wir haben zu Hause einen Netflix-Account. Meine Kinder wollten mein Passwort haben. Darf ich das eigentlich weitergeben? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers & Kreuzer. Häufig stößt man ja aus persönlichem Interesse auf solche juristischen Fragen, ob man hier zum Beispiel bei einem Streamingdienst das Passwort weitergeben darf an Dritte. Hinsichtlich Netflix gibt es in den USA eine ganz klare Rechtsprechung. Da ist es absolut verboten, sein Passwort weiterzugeben. Da darf der Account nur durch den angemeldeten Benutzer genutzt werden. In Deutschland ist die Rechtslage da gänzlich anders. Bei Netflix hilft da ein Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier steht, dass der Dienst nur von einer Person genutzt werden sollte. Das sollte ist eine klare Formulierung, ist also kein Ausschluss und es hat also keine Konsequenz, wenn man sein Passwort hier weitergibt. Das gilt für Netflix. Bei Maxdome zum Beispiel gibt es gar keine Regelung dazu, heißt also juristisch, es ist erlaubt. Anders aber zum Beispiel bei Sky oder bei Sky Go. Da ist es eindeutig in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen und verboten, dass man zum Beispiel eine Zweitkarte an Dritte weitergibt. Da ist er sogar mit einer Vertragsstrafe von 500 Euro belegt. Ist also hier abzuwarten, wie sich die rechtliche Lage hier entwickelt. Momentan in Deutschland noch sehr liberal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Vielleicht geben Sie uns einen Kommentar unter dieses Video, welches Thema Sie auch noch interessieren würde, dass wir hier weiterkommen und für Sie spannende Videos drehen können.